Hallo meine Lieben, heute mache ich einen leckeren Salat aus Auberginen und Käse. Man reicht es als köstliche Beilage oder einfach so mit Brot. Ich habe hier zwei Auberginen erstmal geschält und dann in kleine Würfel geschnitten. Schaut mal, so klein. Jetzt habe ich hier in der Pfanne etwas Öl, das wird erhitzt. Und darin brate ich jetzt die Auberginen an, aber nicht alle auf einmal, sondern erst die eine Hälfte, also die eine Aubergine und dann die andere. Dafür habe ich jetzt circa 4 Minuten gebraucht. Jetzt hole ich das raus und brate dann die anderen Auberginen an, bis sie auch so eine schöne Farbe bekommen. Und auch in etwas Öl wieder. Nicht zu viel. Jetzt brate ich in etwas Öl eine Zwiebel, mittelgroße, in kleine Würfel geschnitten. Zu den angebratenen Zwiebeln gebe ich jetzt die Auberginen wieder zurück und brate das Ganze noch 1 Minute zusammen mit. Zu den immer noch heißen Auberginen gebe ich 100 Gramm geriebener Emmentaler rein und eine Handvoll Petersilie oder Schnittlauch, wie ich hier habe. Jetzt gebe ich hier einen halben, vielleicht so ein Teelöffel ist das Salz, so ein bisschen weniger, ja, lieber erstmal mit wenig anfangen und Pfeffer. Das Ganze gut umrühren. Der Salat ist so lecker und so schnell vorbereitet. Es passt wunderbar als Beilage zum Fleisch oder einfach zu Kartoffeln oder einfach so mit leckerem Brot. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über eure Likes sehr freuen. Um ja kein Video mit weiteren köstlichen Sachen zu verpassen, abonniert bitte meinen Kanal. Vielen Dank und bis zum nächsten Video.